Servus Leute, hier ist der Dennis und ich begrüße euch ganz herzlich hier zum zweiten Part der F1 2015 Mod-Karriere. Nachdem wir ja im ersten Part beim großen Preis von Australien von Startplatz 18 sogar noch aufs Podium gelandet sind mit dem zweiten Platz und sogar noch Chancen hatten auf den Sieg, den sich dann am Ende doch noch Daniel Ricciardo gesichert hat, geht es weiter mit dem nächsten Rennen in Bahrain am Bahrain International Circuit. Und für die Leute, die sich jetzt wundern, warum es nicht normalerweise weitergeht mit dem großen Preis von Malaysia, so wie es ja eigentlich ist in der Saison, in der echten Saison zumindest, das liegt einfach daran, dass ich auch schon im ersten Part erwähnt hatte, dass ich hier nur eine kurze Saison fahre, um einfach mal zu gucken, wie das alles hier so bei euch ankommt. Deswegen fahren wir auch nicht die kompletten 19 Rennen, sondern eben halt nur 7, und das nächste findet halt eben statt in Bahrain, hier am Bahrain International Circuit. Ich starte natürlich wieder von Startplatz 18, sprich ich habe das Qualifying einfach nicht gemacht, starte jetzt hier ebenfalls wieder von Startplatz 18, so wie ich es eben halt auch generell weiterhin so machen werde, eben halt, weil wir natürlich auch im besten Auto sitzen, was hier so im Feld aktiv ist, im Mercedes einfach, was total dominant ist. Deswegen habe ich mir einfach mal, ja, nochmal hier so die Herausforderung eben halt gegeben von Startplatz 18. Das sage ich jetzt einfach mal nur für die Leute, die vielleicht den ersten Part nicht gesehen haben, eben halt diese Sache, dass wir hier nur eine kurze Saison fahren, einfach mal, um so zu gucken, wie es so ankommt, und dass ich eben halt keine Qualifyings machen werde, was erstens an diesem Grund der Dominanz eines Mercedes liegt und dem anderen auch, dass ich ehrlich gesagt zu faul bin, immer wieder das Qualifying zu rendern und dann immer hochzuladen als einzelnen Part. Die zwei Gründe habe ich auf jeden Fall, warum ich das Qualifying jetzt einfach komplett auslassen werde. Ich denke mal, der erste Grund, dass Mercedes einfach total dominant ist, denke ich mal, ja, der schwerwiegendere Punkt, als eben halt das Qualifying extra zu rendern. Auf jeden Fall, Startplatz 18, wie gesagt, Teamkollege Hamilton hatte ein wunderbares Qualifying, ist auf die Pole Position sogar gefahren. Dahinter sind Felipe Massa, Daniel Kvyat, Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Sergio Perez und Jenson Button dann noch auf dem letzten Platz der Top 10. 14 Runden werden hier gefahren am Bahrain International Circuit. Wir gucken nochmal hier in die Taktik hinein. Bei 14 Runden wären das 6 Runden, wenn wir auf den weicheren Reifen starten, und 8 Runden auf den härteren. Und ich denke mal, einfach mal so, um zu gucken, wie das mal so läuft mit dem Mercedes und den harten Reifen, starten wir jetzt einfach mal auf der härteren Mischung der beiden, also auf den weißen Maketen, nicht auf den Medium-Reifen. In dem Fall die härtere Mischung, einfach mal so zu gucken, wie wir damit so vorankommen jetzt hier im Feld. Natürlich haben wir noch einen großen Vorteil eben halt durch die Performance des Wagens. Mal gucken, wie wir vorankommen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir gehen jetzt hier zur Strecke. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr ein Like da lassen könntet. Das würde das Projekt wirklich sehr unterstützen, und vielleicht auch einen Kommentar schreiben, wie euch das alles so gefallen hat oder was ihr vielleicht auch besser machen könntet, würde mir und dem Kanal natürlich sehr am Herzen liegen. Wir fahren raus und gehen jetzt hier zur Strecke. So, Lewis Hamilton, wie gesagt, von Startplatz 1 jetzt hier ins Rennen hinein. Felipe Massa, sehr starkes Qualifying von der 2, und wir das komplette Gegenteil zu Hamilton von ganz hinten. Wie man auch schon sehen kann, habe ich jetzt hier einfach mal einen neuen Helm eingestellt. Einfach mal so, weil mir der erste nicht so unnormal gefallen hat. Die Ampeln gehen an und der große Preis von Bahrain beginnt. Und der Start war jetzt nicht so allzu gut. Die vor uns fahren uns eher weg, als wir näher rankommen. Auch mal ungewohnt, aber mal gucken jetzt hier durch die erste Kurve. Nicht allzu aggressiv. Die kleinste Berührung kann hier schon den Frontflügel kosten. Deswegen sollten wir da nichts riskieren. Wir kommen schon mal sehr gut durch. 6 Autos schon mal überholt nach den ersten Kurven. Jetzt hier natürlich innen Spätbremsen. Boah, was macht der Bottas denn da? Bin hier irgendwo ganz weit innen. Wo ist der Alonso? Ich sehe den nicht. Oh, direkt neben mir. Hier zu überholen ist eigentlich nicht so wirklich klug da über den Körper, aber wir haben es irgendwie noch hinbekommen. Schon mal auf die 9 vor, sprich das halbe Feld haben wir jetzt hier schon mal überwunden. Und das nach, ja, nach dem ersten Sektor jetzt hier. Wir sind gerade im zweiten und hinter Max Verstappen wieder mal. Hinter dem 17-jährigen Niederländer hier. Im Scuderia Toro Rosso fährt der Junge. Ja, mal gucken, wie wir da irgendwie rankommen. Oder ob wir da eher gesagt rankommen. Oh, bisschen zu spät gebremst. Oh Gott, jetzt kommt der Perez hier. Will hier direkt den Fehler ausnutzen, aber ich lasse ihn natürlich hier nicht vorbei. So, wir sind jetzt hier durch den zweiten Sektor durch. Mal gucken,
ob uns vielleicht der Topspeed eines Mercedes auf der Geraden helfen wird im Vergleich zum Renault-Motor von einem Toro Rosso. Mal gucken, ob das auch noch was wird mit Platz 1, weil Hamilton hat natürlich freie Bahn, während ich mich hier durchs komplette Feld kämpfen muss. Aber naja, wir werden es sehen. So, wir sind schon mal ganz nah rangekommen, jetzt ist schon mal so im Windschatten. Und ich glaube, der Hamilton hat zu kämpfen und ist gerade gar nicht mal auf der 1. Ich glaube, der Massa hat sich da den vordersten Platz gesichert. Mal gucken. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt jetzt hier, wenn die sich dort vorne bekriegen. Jetzt hier erstmal das Überholmanöver an Max Verstappen. Dann könnte das noch was werden hier mit Platz 1. Aber naja, ich bin nicht zu voreilig. Also gucken wir einfach mal, wie wir hier durchs andere Feld kommen hier, was noch hinter den Top 3 ist. Wenn wir da gut durchkommen, dann können wir auf jeden Fall über Platz 1 und die Plätze dahinter reden. So, jetzt hier in der letzten Kurve sehr nah dran gekommen an die McLaren von Jenson Button. DRS ist erst jetzt aktiviert, deswegen können wir das auch noch nicht benutzen hier. Mal gucken, jetzt vielleicht hier in der ersten Kurve. Das ist sau riskant, Alter. Ich werde den fast draufgefahren. Und da haben wir ein wunderbares Doppelüberholmanöver gemacht, weil der Hülkenberg da auch noch wirklich hart bedrängt wurde von Jenson Button und sind damit schon mal zwei Plätze weiter nach vorne auf Platz Nummer 6. So, wir sollten jetzt eigentlich im DRS-Fenster sein. Jawohl, DRS haben wir jetzt hier auf jeden Fall. Neue persönliche Bestzeit jetzt hier. Um fast eine Sekunde verbessert. Wir kommen jetzt hier auch mal langsam ran an unserem Vordermann, der sich jetzt hier versucht, gegen Hamilton durchzusetzen, aber der bremst hier echt irgendwie komisch. Oder fährt sau komisch jetzt hier die Linie. So, jetzt im Windschatten von Sebastian Vettel innen. Geht das durch? Kurz vor Sektor 1 Schluss. Jawohl! Nächster Platz. Lewis Hamilton auf der 4. Wir sind auf der 5 jetzt hier nach dem erfolgreichen Überholmanöver an Sebastian Vettel. So, bisher können wir uns eigentlich sehr gut schlagen mit den harten Reifen. Also die halten auch sehr gut. Da müssen wir uns natürlich hier wieder mal Pirelli bedanken. Und was machen die da vorne? Die duellieren sich zu dritt. Das könnte nicht gut enden, ne? Aber irgendwie geht's gut. So, Hamilton jetzt gegen den Red Bull. Das müsste Quert sein, oder Ricardo? Nee, es ist doch Quert. Können wir jetzt hier an beiden vorbeiziehen? Das wär's doch jetzt. Wieder mal ein Doppelüberholmanöver. Gegen Quert und unseren eigenen Teamkollegen Lewis Hamilton diesmal. Und damit haben wir schon mal den ersten Podiumsplatz, Platz 3 vor uns jetzt, der Sieger des ersten Rennens in Australien, der Australier Daniel Ricciardo. Und auch Felipe Massa geht rein. Damit haben wir jetzt hier die Führung übernommen, weil wir natürlich auf den härteren Reifen unterwegs sind, deswegen müssen wir erst ein paar Runden später rein. So Leute, Ende der 7. Runde, jetzt haben wir gleich die 8. Runde, unsere Runde für den Boxenstopp. Die harten Reifen halten sich bisher wirklich sehr gut, wir haben jetzt ja auch übrigens die Spitze übernommen. Das liegt natürlich auch daran, dass wir eben halt auf komplett anderen Strategien unterwegs sind. Dementsprechend sind halt eben schon die beiden vor mir, Ricciardo und Massa, an der Box gewesen. Deswegen bin ich jetzt hier auch ganz alleine vorne. Massa übrigens jetzt schon wieder auf der 2. Mal gucken auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ob ich da noch mit den weichen Reifen irgendwas machen kann gegen Felipe Massa, der ja jetzt so gesehen auf den harten Reifen unterwegs ist. Ricciardo sortiert sich jetzt auch wieder auf die 3 ein. Mal gucken auf jeden Fall. So, jetzt Ende der 8. Runde. Jetzt ist der Boxenstopp angesagt. Massa ist circa 14 Sekunden hinter mir. Also der sollte auf jeden Fall vorbeikommen. Aber bei Ricciardo bin ich mir nicht so sicher. Das sollten circa 20 Sekunden sein. Wir wechseln auf jeden Fall jetzt hier auf die weichere Mischung. Und mal gucken auf jeden Fall, ob wir dem Massa da noch Schwierigkeiten bereiten können, der jetzt genau an uns vorbeizieht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Bei Ricciardo soll es noch knapp werden. Der ist jetzt über die Ziellinie, kommt jetzt genau an uns vorbei. Es wird knapp, er zieht vorbei, aber wir können vorne bleiben. Jawohl. Und Massa, was macht er denn? Riesenbock von Felipe Massa. Ich war gerade so konzentriert, ich habe einfach gar nichts mehr gesagt in den letzten Minuten. Und dann sowas, Felipe Massa mit einem Riesenbock. Können wir uns das nochmal in der Wiederholung ansehen. Der ist einfach außerhalb der Strecke gelandet. Was ein Riesenbock. Und das in Führung liegend, Leute. In Führung liegend macht Felipe Massa so einen Quatsch. Da kommt er einfach raus auf die Strecke
beziehungsweise raus außerhalb der Strecke und muss dann erstmal circa 5 Sekunden brauchen. Ich war 5 Sekunden jetzt hinter ihm, habe mich einfach die letzten 2 Runden sau konzentriert, bin einfach konzentriert gefahren, jetzt hier meine Pace jetzt hier einfach hochzuhalten. Und dann macht Felipe Massa sowas. Nehme ich natürlich dankend an mich jetzt hier die Führung. Also heißt jetzt hier noch die Führung bis zum Ende zu bringen. So Leute, ich dachte mir jetzt auf jeden Fall, dass ich euch nochmal jetzt hier durch die letzte Runde mitnehmen werde, um das Video einfach mal noch ein bisschen länger zu machen, weil ja, wirklich viel passiert jetzt auch nicht mehr. Zumindest so im Bereich jetzt hier, was den ersten Platz angeht. Der zweite Platz hat sich jetzt nochmal hier geändert. Daniel Ricciardo hat sich da jetzt vor Felipe Massa geschoben. Also da ist auf jeden Fall auch noch Hamilton irgendwie involviert, oder? Ja, circa 1,5 Sekunden. Also es wird auf jeden Fall nochmal hier spannend um die Position 2, 3 und 4. Wie man schon sehen kann, kein Auto ist ausgeschieden. Das wundert mich ehrlich gesagt. Also haben die KI-Fahrer es heute mal geschafft, sich nicht gegenseitig in die Kisten hineinzudonnern. Und ich bin ja hier sowieso der Premium-Fahrer, der irgendwie nie einen Unfall baut. Geschweige denn irgendwelche riskanten Manöver macht. Nein, ich doch nicht. Niemals. Wie kommt der eigentlich darauf? Und einfach mal, um hier das Video wenigstens noch so eine halbwegs vernünftige Länge eben halt ja hinzubekommen, jetzt hier durch die letzte Runde vielleicht noch, ja, damit das Video nicht unter 10 Minuten lang wird, weil das wäre, denke ich mal, schon ein bisschen wenig, halt unter 10 Minuten das Video jetzt hier zu bekommen. Das erste war ja 15 Minuten lang, weil ich circa am Anfang eben halt 5 Minuten gelabert habe, eben halt so in Bezug auf die Saison, was eben halt da so für Sachen gemacht sind, eben halt mit dieser Kurzsaison, mit den Mods, die ich installiert habe und so weiter und so weiter. Also ich habe da auf jeden Fall 5 Minuten echt durchgelabert, eben halt alles zu dieser Mod-Karriere eben halt. Und ja, deswegen, diese 5 Minuten sind halt nicht mehr da, weil ich am Anfang nicht so unnormal viel gelabert habe. Das sind circa 1 bis 2 Minuten, die ich halt am Anfang geredet habe. Ja, aber das waren auch nur diese Standardsachen, die ich dort eben halt erwähnt habe, mit Position etc. pp. Ricardo kommt hier nochmal irgendwie dran, also irgendwie in den letzten Runden habe ich ehrlich gesagt den Pusher-Modus total ausgemacht. Fahre jetzt hier einfach nur noch ganz gechillt in die letzte Kurve hinein, auf die Start- und Zielgerade. Und damit feiern wir hier den ersten Sieg in dieser Kurzsaison in der F1 2015 Mod-Karriere in Bahrain. So Leute, damit wäre es auch erledigt, unser erster Sieg in dieser F1 2015 Mod-Karriere. In Bahrain sollte es mal wieder sein, auch mein erster Sieg in F1 2014 in der Karriere bei McLaren damals noch, war ebenfalls in Bahrain. Dort habe ich mich ja durchgesetzt gegen die beiden Mercedes damals, gegen Rosberg und Hamilton. Hier habe ich mich durchgesetzt gegen Ricciardo und Massa, der übrigens nur auf der 3 gelandet ist, jetzt hier durch seinen Riesenbock ist er dann am Ende sogar nur auf der 3 gelandet, Daniel Ricciardo dann auf der 2, Hamilton auf der 4, dahinter dann quert Vettel, Button, Alonso, Hülkenberg und Valtteri Bottas mit einem sehr schlechten Rennen von der 4 auf die 10 abgerutscht, sichert sich noch den letzten Punkt, wie gesagt, keiner ausgeschieden, deswegen muss ich das auch nicht erwähnen und damit sollten wir Erster in der Fahrerwertung sein, aber Punkt auf mit Daniel Ricciardo, beide Fahrer mit 43 Punkten, sprich das könnte, denke ich mal, ganz interessant werden in der Konstrukteurs-WM, führen wir zwar, aber auch nur mit 8 Punkten, sprich in beiden Punkten Konstrukteurs wie auf Fahrerweltmeisterschaft, denke ich mal, würde es auf jeden Fall noch spannend in den nächsten 5 Rennen werden und dann würde ich einfach mal sagen, was das jetzt hier vom zweiten Part der F1 2015 Mod-Karriere mit dem Rennen in Bahrain, dem Sieg, die ersten 25 Punkte vor Daniel Ricciardo und Felipe Massa. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wenn ja, dann lasst auf jeden Fall ein Like da oder hinterlasst doch einen Kommentar, wie euch es eben halt gefallen hat oder was ihr vielleicht noch besser machen würdet. Und dann würde ich einfach mal sagen, haut da rein, euer Dennis, Peace!